habe ja immer als Schwester, deshalb habe ich auch heute wieder meine schweren Stiefel an, weil als Schwester, finde ich, muss man stabil zu Fuß sein und gut laufen können und auch lange laufen können. Ich habe eine einzige Schwesternaktion mal in Stöckeln gemacht, das war der Kölner CSD mit 1,5 Nummern zu kleinen Stöckeln, mein erster CSD bei 40 Grad im Schatten, wo sich der Asphalt zwischen den Kopfsteinpflastersteinen verflüssigt hat und meine Stilettos in diesem Asphalt stecken blieben. Seitdem trage ich als Schwester Stiefel. Also insofern ist es nichts passiert, als du mir draufgekriegt bist. Da spüre ich. Greif zu. Das schraubt Sohlen. Ja, wenn, dann lasse ich mir was Vernünftiges schenken. Oh mein Gott. Ja. Ja, wir haben so ein bisschen, dass das gleich nicht, wir fangen gleich mit was ist das, ja. Ist das ein Farbwechselbecher? Ein Farbwechselbecher. Farbwechselbecher. Das erinnert mich an diese, erinnert mich noch an diese Emotionsringe, die es mal gab. Ja. Diese Ringe, die irgendwie angeblich die Farbe wechseln, je nachdem, in welcher Stimmung oder Stimmungsringe hieß die. Ja, ich hab's ja, glaube ich. Ach, du hast. Blau war verliebt. Aber da sieht man, es sind wirklich, wir verschenken hier heute neue Sachen, also gar kein Trödel, sondern wirklich. Ein Wärme. Ein Paw Patrol Becher. Oh. Ich habe einen, also mein Neffe ist mittlerweile 10. Mein Neffe fand Paw Patrol immer irgendwie ziemlich albern. Ich auch, da waren wir uns einig. Habt ihr Paw Patrol mal gesehen? Ja. Also wer kleine Kinder hat, sollte sich das mal angucken, um sich zu entscheiden, was man irgendwie vielleicht nicht sehen muss. Ja. Und Rotbäckchen. Ja, damit du gut durch. Und auch immunstark. Also seien wir ehrlich, bei dem Winter, den wir jetzt gerade haben, der wieder so komisch ist, erst schweinekalt und jetzt irgendwie nass, kann das nicht schaden. Vor allen Dingen, nachdem wir die letzten Jahre Maske getragen haben und unsere Atemwege etwas irritiert sind. Schwesterherz, es glitzert. Ein rosa glitzernder Schlüsselanhänger, Schwesterherz. Ja, das schreit danach, dass du mal dringend zu einer Abendfest bei der Schwestern kommen solltest und dich mal beraten lassen solltest, wie denn so eine Schwesternausbildung eigentlich vonstatten geht. Und hoch die Tassen, diesmal nicht von Jägermeister, sondern von Dos Imas. Das ist die mexikanische Jägermeister. Das ist wie Jägermeister, bloß halt auf Mexikanisch. Koma saufen und am Ende kotzt man und weiß nicht mehr, mit wem man es getrieben hat. Ein Engel. Und diesmal nicht aus Plastik, sondern wirklich aus Porzellan. Der ist wirklich ganz süß. Also es gibt echt hässliche Engel. Also Figuren. Genau. Es freut sich. Guck mal, also bisher, ne? Bisher war in jeder Tüte eine Traveling Sister drin. Du drückst dich gerade so ein bisschen um die verpackten Geschenke rum, habe ich das Gefühl. Die kommen als letztes, um die Vorfreude noch ein bisschen zu erhöhen. Zuhören, hinschauen, ansprechen. Auch von euch? Ja, das ist eine unserer Schwestern-Cartoon-Karten. Die sind wirklich in jeder Tüte drin. Die hatten wir letztes Jahr auch drin. Ich finde die ganz, ganz großartig. Jetzt kommt das Verpackte. Ich tippe ja auf Stricken. Du meinst so heiß gewaschene Wolle, dass die quasi irgendwie so verklumpt und also quasi ein Klumpen fehlt. Ah, nein, das ist ein Fotoband. Es ist ein Fotoband und ich kenne diesen Fotoband und es ist ein ganz, ganz großartiger Fotoband. Jeder Mensch ist ein Mensch. Jeder Mensch ist ein Mensch. Fotografien von Bernd Lafdin. Also das Wichtige ist vor allen Dingen, lieben und leben in allen Farben. Es sind Porträts von überwiegend, ich weiß nicht, sind es nur Berliner oder überwiegend Berliner Pärchen. Man wird den einen oder die andere aus der
Community auch da drin finden, vielleicht sogar auch private Freunde, das sind sehr persönliche Fotos mit ganz, ganz tollen Texten. Das ist so ein wirklich unglaublich schöner Fotoband, den man immer mal wieder blättern kann, auch wenn man gerade keinen Menschen an seiner Seite hat, weil man sich, ich fühle mich da einfach gut zu wissen, dass es, dass Menschen glücklich miteinander sein können. Das ist ein wunderschönes Buch, ich liebe das sehr. Noch was? Guck mal, das ist das gleiche Papier. Das heißt, wir können vermuten, das ist von dem gleichen Menschen oder er hat die. Guck mal, der will gleich ausgepackt und gegessen werden. Da helfe ich dir jetzt einfach mal. Der will aber nicht von mir gegessen werden. Du hast den Unterleib genommen. Ja, das ist doch. Du bist da. Es war schon so, also ja.